So Leute, weiter geht's. Wir machen Reste von gestern. Es sind noch jede Menge Kässpatzen übrig. Die wurden gestern schon fertig gemischt noch. Noch zusätzlichen Käse dazu. Also das werden nochmal richtig geile Kässpatzen. Dazu gibt es dann die Putenteilchen und das machen wir alles nochmal auf den Grill. Und natürlich noch jede Menge Salat. Auf geht's in die etwas größere, feine Küche. So, Spatzel, du hast wieder die traurige Arbeit mit den Zwiebeln. Ja. Ja, die sehen auch bald ist gut aus. Ist aber nicht traurig. Da hinten haben wir noch Beckenbombreste für später. Ja. Hier Salate stehen schon wieder bereit. Und die Kässpatzen kommen jetzt in die Konix, hau mich tot Form. Ja, und dann haben wir noch dieses Putenfleisch, sehen wir uns draußen am Grill. So Leute, dann geht es hier draußen weiter, außen die Brenner an. Ich habe jetzt hier unter die Schale nur eine Alufolie drunter, damit die Schale nachher nicht so ölig ist. Die stellen wir hier nur in die Mitte und vorne hin schmeißen wir hier jetzt einfach noch die restlichen Putenstreifchen oder wie man es auch nennt, oder Putenmedaillons oder wie man es auch immer nennen will, mit drauf, dass die auch wieder warm werden. Und ja, Kässpatzen müssen auch im Prinzip ja auch nur warm werden, der Käse schön schmelzen und dann ist unser Zwischenmenü für heute schon fertig. So Leute, ja, Fleisch ist fertig, mit Sicherheit warm genug. Die Spätzle sind auch warm, der Käse schön geschmolzen. Würde ich mal sagen, können wir reingehen und sehen wir uns drinnen am Tisch. Im Übrigen habe ich hier schon die Zwiebelchen drauf verteilt, die geschmorten. Ja, ganz genau. Und so sehen wir uns drinnen wieder. Leute, das ist doch ein Service. Ich habe meinen Salat schon bekommen auf dem Teller. Jetzt hole ich mir natürlich eine schöne Portion von den Kässpatzen hier raus. Sehr. Ein bisschen von dem Putenfleisch nebenbei. Etwas Salz und Pfeffer. Tja, und dann kann gespachtelt werden. Kässpätzle, ich liebe Kässpätzle. Besonders wenn man sie selber gemacht sind. So richtig selber gemacht. Und ab in den Hals. Mm. Ja, eine Resteverwertung von gestern. Die Kässpätzle sind natürlich genauso lecker wie gestern. Ganz klar in der Bacon Bomb. Der Salat dazu. Lecker, ja. Yeah. Mm. Dazu jetzt noch das Putenfleisch. Wunderbares Essen. Mhm. Wir machen natürlich zu diesem Mini-Video noch ein Mini-Fazit. Und danach, ja, geht es für euch dann auch weiter mit dem nächsten Teil. Bei
eine, ich habe gedacht, die winkt mir, eine Idee mit der Resteverwertung habe ich noch und das wollen wir euch natürlich dann auch nicht vorenthalten. Bis gleich. So Leute, dann kommt jetzt noch das Fazit zu den Käsespätzle, Käsespätzchen. Und hören wir mal an, was die Pfälzis dazu zu sagen haben. Hi, sind wir wieder. Also es hat wunderbar geschmeckt. Noch gibt es noch was. Ich möchte fast sagen leider, weil ich bin schon wieder fast voll. Aber es war wunderbar. Ja, also... Und wir machen noch ein bisschen weiter. Genau, es kommt noch was. Ja, ich schließe mich dem Ganzen an. Das war sehr, sehr lecker. Und ja... Was und richtig mal Kultur beigebracht hier. Ne, das machen wir noch bei dir. Alter! Also, kulturell, ne, wie? Kulturell! Haben Sie mal richtig was dazugelernt? Ja, natürlich. Was für eine Kuh? Wenn der Junkie da ist, immer. Ja. So. Spatzel! Ohne Käse. Schlechte Laune gleich. Ja, war gutes Essen. Ach, ist das alles? Ja, es war alles. Dann mach doch mal Freudensprünge. Weil ich schon so vollgefressen bist. Ja, hat egal. Die hat schlechte Laune. Die hat heute. Warte, ich beiß deine Fußkönnspringe. Jetzt komm jetzt, komm doch noch mal her und mach Freudensprünge. Nö. Doch. Ich geh jetzt noch rauchen. Unglaublich, weil die durfte vorher nämlich nicht gehen. Naja, Leute, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Sprich, das wird hier dann auch eine weitere Resteverwertung geben. Genau. Genau, so machen wir das. Bis dann. Tschüss. Tschaikowski.